Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo ja Citybau-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt City Skylines. Gestern war ich ein bisschen arg kaputt und habe es deshalb gelassen mit aufnehmen. Heute bin ich eigentlich wieder kaputt, habe mich aber irgendwie mit ein bisschen koffeinhaltigen Getränken hochgepusht, dass ich aufnehmen kann, weil ich will die Pausen auch nicht so groß werden lassen. Ich habe einen langen Kommentar bekommen, dafür erstmal recht herzlichen Dank, auch wenn ich sagen muss, schöner Kommentar, aber kannst du in die Pfeife rauchen. Ja, weil es hört sich hart an, das sind jetzt vielleicht harte Worte, aber es ist die Stadt, die ich baue und ich weiß, dass meine Stadt nicht perfekt ist. Also ich wollte auch gar keine perfekte Stadt bauen, weil perfekte Städte haben so eine dumme Angewohnheit. Sie sind perfekt. Und perfekte Städte, die sehen genauso perfekt geplant aus. Und die sehen nicht dynamisch gewachsen aus und die sehen nicht aus, als hätte man versucht, Probleme zu lösen. Und Probleme lösen ist das, was Städten Menschlichkeit gibt. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe eine Dokumentation gesehen. Also ich mache das jetzt mal so. Dass ich das hier laufen lasse und dann reden wir mal ganz kurz darüber. Also ich habe eine Dokumentation gesehen über Städtebau. Und da hat einer gesagt, also heutzutage können wir wirklich sehr gut Städte planen. Das Problem ist nur, dass vieles von dem, was geplant ist, auch sehr geplant aussieht und dass die menschlichen Charaktere oder der menschliche Charakter, das teils auch fehlerhafte, das teils nicht geradlinige und so weiter, dass diese Kälte in das Stadtdesign einzieht. Und guckt euch diese ganzen Müllfahrzeuge an, dann wisst ihr, wieso wir Staus haben. Das sind nur die Müllfahrzeuge. Jedes zweite oder dritte Auto, was hier fährt, ist ein Müllauto. Ja. Also der hat gesagt, es ist das Problem, dass wir halt wirklich haben, dass es alles sehr, sehr durchdesignt ist in der Realität. Wenn wir moderne Städte bauen, moderne Städtenplanung machen. Und selbst schöne Vororte sehen aus langweilig. Also selbst wenn ihr Luftbilder guckt aus amerikanischen Suburbs, die mit kurvigen Straßen und so weiter gebaut sind, denen fehlt irgendwie ein Charakter. Die sehen zwar schön aus dem Luftbild, dort lebt es sich vielleicht auch gut. Aber dem fehlt ein Charakter, um wirklich, also ich meine, es gibt einen Grund, warum Altstädte rund um den Globus einen Ruf genießen, dass Leute aus Japan kommen, um sich die deutsche Kleinstadt Altstadt anzugucken. Versteht ihr, was ich meine? Also, es kommen Leute aus Japan, die in Deutschland eine mittelalterlich erhaltene Stadt, den Marktplatz, das Rathaus und so weiter, Foto machen wollen, weil das hat einen gewissen Charme, nämlich den Charme des Chaos. Irgendwie. Also ich meine, das Ganze ist geplant. Ich bin der festen Überzeugung, dass das geplant ist. Aber wie das geplant ist, wirkt chaotisch und zufällig gewachsen. Und es sind damals mit Sicherheit auch nicht so perfekte Planungen gewesen, dass es keine Probleme gab. Und daraus haben sich Lösungen entwickelt, die dann vor Ort gemacht wurden, die dem Ganzen einen Charakter verpassen. Und so ein Charakter hat auch unsere Stadt. Und jetzt müssen wir mal was machen, weil der Verkehr, der geht gar nicht mehr. Das steht hier komplett. Wir haben ein riesiges Müllproblem, ein Müllautoproblem, was den ganzen Kreisel hier blockiert. Und da müssen wir uns was einfallen lassen, ne? Rauszus gibt es kein Problem. Es gibt nur Reinzugs ein Problem. Wenn ich das richtig sehe. Komme ich hier vielleicht mit einer etwas kuriosen Lösung zu einem Ergebnis? Würde gern unter die Erde kommen, wenn ich ehrlich bin. Am liebsten ohne irgendein Grundstück Platz zu machen.
würde ich gern hier unter die Erde kommen. Super. Jetzt hatte ich eine Position, ne? So, wenn wir nämlich hier unter die Erde gehen, so, kriegen wir dorthin, wie ich das vorhab? Ja, kriegen wir. Gott, ist das steil und so, aber versteht mich nicht falsch. Das ist mal eine Abkürzung. Da bin ich mal gespannt, wie sie darauf jetzt reagieren. Mal gucken, wann es die ersten raffen. So, ich bin gespannt drauf. Ich bin jetzt wirklich gespannt drauf. Das geht jetzt ratzifatzi. Die spawnen gerade ein paar Autos, was das Ganze wieder ins Rollen bringt. Aber jetzt müsste irgendwann in der Programmierung erkennbar sein, dass es da einen Shortcut gibt. Jetzt fährt der eine ab. Der erste hat die Abkürzung genommen. Jetzt geht's los. Das heißt, wir entlasten den Kreisel mit diesem Shortcut, hier abfahren zu können, nicht durch den Kreisel durch zu müssen und hier hinten rauszukommen. So, die zweite Straße. Wirklich jetzt. Ja, Gott, geschissen drauf, ne? Wir versuchen jetzt hier mal. Ja, das soll natürlich nicht passieren. Dass die da reinfahren. Ja. Houston. So, da fährt keiner mehr rein. Punkt. So, hier haben wir gar nicht mehr so die Staus. Mag der das? In der Einfahrt, da staut sich nicht mehr ganz so, weil sehr viele Fahrzeuge, die biegen hier ab. Die gehen direkt hier drauf und fahren dann rüber. Jetzt versuchen wir den Stau hier zu regeln. Über diese Anbindung. Es ist problematisch. Das gebe ich zu. Es ist problematisch, aber wir müssen da durch. Wir versuchen das irgendwie ins Laufen zu bringen, bis wir irgendwann größere Planungen vornehmen, weil das bleibt ja nicht immer so. Irgendwann wird das hier massiv umgebaut. Weil es einfach nicht mehr anders geht. Ja, momentan versuchen wir hier verzweifelt Lösungen zu finden, dass es trotzdem geht. Wie es auch in der Realität gemacht wird. Da wird noch eine Umgehung gebaut und noch eine Abbiegung und noch irgendwas, was irgendwas speziell macht. Versteht ihr? Und auch hier läuft's. Ja, also von wegen, ich habe da einen großen Bericht, wie gesagt, bekommen unter meinen Videos, wo es dann hieß, das hier, das kann nicht funktionieren. Momentan haben wir keine Staus. Die breiteren Straßen sorgen dafür, dass es irgendwie läuft. Der Bus, der jetzt hier unterwegs ist, sorgt dafür, dass es irgendwie läuft. Die Müllautos müssen hierher.
Und dafür haben wir jetzt hier diesen Shortcut gebaut. Und die, die von hier daraus wollen, die haben jetzt hier auch einen Shortcut und nutzen den fleißig. Und der Kreisel hier, der hat massiv an Verkehrsreduktion gewonnen. Also Verkehr stark abgebaut und läuft. Ja, und auch hier sind wir am Gucken. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das Ganze hinkriege. Da hieß es dann, ja, dein Gebiet da ist zu groß und damit machst du dir die Probleme selbst wegen den Autos. Ich bin der Überzeugung, diese Probleme, die würden in jeder Stadt irgendwann auftreten, die real existiert. Ja, dass so ein Industriegebiet so groß wird, dass du plötzlich Stau hast. Und da musst du dir Lösungen einfallen lassen. Und diese Lösungen, die führen dann zu Straßen, die würdest du normal nicht bauen. Aber die verleihen dem Ganzen dann wieder einen realistischen Look. Und das ist mein Ziel. Also ich meine, wirtschaftliche Herausforderungen haben wir hier nicht wirklich. Ich will ohne Mods so schön bauen, wie geht. Und dem Ganzen einen realistischen Touch verpassen. So, mittlerweile ist auch hier das abgeholt. Hier drüben bauen wir mal ein bisschen Zeugs. Also Schulen haben wir hier, glaube ich, gebaut. Grundschule haben wir da unten, Oberschule haben wir da unten, Universität brauchen wir da drüben nicht. Bibliothek bin ich am Überlegen, ob wir da drüben eine Bibliothek hinstellen sollen. Braucht diese Region eine Bibliothek? Wir sagen mal ja und machen die Leute hier happy. So, dann haben wir hier drüben eine Feuerwehr, eine Polizei, Entschuldigung, eine Feuerwehr, eine Arztpraxis. Weiß nicht, irgendjemand hat mir doch geschrieben, ach genau, das ging um die andere Ding. So, dann machen wir noch einen Friedhof hin, neben die Bibliothek machen wir noch hier einen zentralen Friedhof hin. Oder machen wir den hier auf die Seite. So, wir machen hier auf jeden Fall Friedhof und Bibliothek hin, damit wir hier auch noch ein bisschen Stadtwachstum kriegen und vor allem, dass diese ganzen Bürger, die hier draußen am Haupttunnel leben, apropos, bis wohin ist der Haupttunnel? Das Gebiet Haupttunnel würde ich sagen, machen wir bis hier, dann brauchen wir einen neuen Namen für das, was dahinter ist. Ja, weil nix auch in der, upsa, nix auch in der Realität nicht. Wird an Stadtvierteln unendlich groß. Also ein Stadtviertel, was größer werden könnte, ist Burg Mehring. Aufgrund der Tatsache, dass das eine Stadt ist und kein Stadtteil. So. Am trockenen See ist das hier. Wir sind Hauptstadt, wir haben 34.000 Leute. Das ist gut, jetzt können wir Land kaufen. So, ganz wichtig, das Land hier muss ich kaufen als erstes. Das ist deshalb wichtig, weil wir brauchen da oben Autobahnanschluss fürs Industriegebiet, sonst kriegen wir ein großes Problem. Das wird nämlich nicht besser werden da oben, was Verkehr angeht. Und wir müssen auch, um die Industrie zu erweitern, das Industriegebiet erweitern können. Und dafür brauchen wir Platz und dafür brauche ich das Gebiet. So, was wollte ich jetzt sagen? Also wir haben das hier, wir haben das hier. Da hinten wird Müll geholt. Die Müllautos sollten unterwegs sein. Wenn ich hier gucke, sind da Müllautos dabei. Da ist ein Müllauto, da ist ein zweites Müllauto. Da kommt ein drittes und ein viertes. Und die fahren von hier drüben. Fahren die Müllautos bis hier rüber. Und das ist natürlich ein Problem. Den würde ich natürlich gerne ermöglichen, über die Autobahn zu fahren. Deshalb gibt das hier der nächste Kauf. Ja, dass wir hier eine Autobahnanbindung machen können. Dann haben wir nämlich diesen Haupttunnel hier, den wir hier momentan fahren. Der ist dann nicht mehr das Problem in unserer Verkehrsplanung. Aber ihr seht schon, dass der Verkehr durch diese Änderungen, die ich gemacht habe, nämlich durch diese hier außenrum in den Tunnel und hier außenrum, extrem der Verkehr abnimmt hier in dem Bereich und das geht sehr gut voran. Und was ich auch noch machen will, ist öffentlicher Nahverkehr. Wo haben wir die U-Bahn?
Das ist U-Bahn. Das ist eine U-Bahn-Station. Aber die ist oberirdisch, die U-Bahn-Station. So, wir haben übrigens 700 Leute. Wir müssen da auch wieder... das Rettungsbezirk. Sah so ähnlich aus wie die Berufsakademie. Wir müssen hier wieder hingehen und müssen wieder... Geld in die Hand nehmen. Anti-Schwerkraft-Drohnen haben wir irgendwie als letztes entwickelt. Nee, das kann nicht sein. Gastgewerbe, das war Handwerk. Wir haben so wenig Handwerk. Wir machen noch ein Handwerk-Ding. Wir haben jetzt nämlich 4 Sachen in Computergeschichte, 3 in Gastgewerbe und nur eine in Handwerk. Und da würde ich sagen, wir machen jetzt noch eine für Handwerk. So, ja, hier hinten haben wir jetzt, da haben wir jetzt Potenzial wie bekloppt. Da können wir einen Güterbahnhof hinbauen, da können wir Autobahnanbindungen bauen, direkt hier für dieses Gebiet, dass die gar nicht mehr hier rum müssen. Also wir kriegen jetzt Shortcuts ohne Ende hin und können wir uns ausweiten bis hier hinten zu landwirtschaftlicher Industrie. Wo wir uns gar nicht mehr mit Schwerindustrie rumschlagen müssen. U-Bahn. Ich bin am überlegen. U-Bahn ist, das hier ist eine unterirdische U-Bahn-Station, weil wir haben keinen Platz. Wir müssen unterirdische U-Bahn-Stationen bauen, wobei hier hinten haben wir Platz. Da weiß ich nicht, ob da nicht eine überirdische U-Bahn-Station sogar die bessere Wahl wäre. Aber wir müssten sie eigentlich mittendrin haben, ne? Damit da auch wirklich die Leute... Hallo? Was ist da zu steil? Wieso ist da Gefälle zu steil? Wollen die mich verarschen? So, wir müssen es eigentlich mehr oder weniger mittendrin haben, diese U-Bahn-Station, damit die Leute dann noch ihre Arbeitsplätze alle erreichen können. Und hier gegenüber ist zumindest noch eine Bushaltestelle. Das heißt, die könnten hier raus in den Bus einsteigen, um sich damit auf die Arbeit fahren zu lassen. Das ginge, deshalb würde ich sagen, bauen wir hier eine. Das macht Sinn. Ich bin am überlegen, ob wir da noch eine zweite machen. Wir könnten hier raus so einen Bogen fahren, dann hier noch eine hinmachen. Aber denn nirgendwo mehr Platz, muss ich dann überall Industrie abreißen. Das ist aber auch ein Drama. Dann machen wir da keine mehr. So, dann machen wir hier in dem Gewerbegebiet. Möglichst auch irgendwo relativ zentral. Hier zum Beispiel. Eine U-Bahn-Station. Da müssen wir nur von da darüber kommen. So, die nächste ganz wichtige U-Bahn-Station. Da führt kein Weg dran vorbei. Die muss hier hin. Hätte ich das mehr rübergesetzt, könnten wir das tatsächlich daneben dran bauen. Wir können es aber nicht daneben dran bauen. Ach, das ist ärgerlich. Welches Gebäude schimmeln wir denn dafür? Dann machen wir es hier am Rand. Was? So, und dann ganz klar... Was ist, wenn ich an die andere Straßenseite will? Wieso geht das denn nicht? Überlege gerade, wo wir hier drüben am geschicktesten eine U-Bahn-Station bauen könnten. Dass wir da wirklich was von haben. So, ich würde sagen, hier hinten brauchen wir eine. Am Rand. Hier oben brauchen wir irgendwo eine.
So, und damit haben wir die wichtigsten Orte. Hier unten könnten wir noch an der Universität, das wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir hier auch noch eine U-Bahn-Station zur Verfügung hätten. U-Bahn-Linienwerkzeug, bauen Sie U-Bahn-Gleise. U-Bahn-Gleise, sie sind aber oberirdisch, oder? Die U-Bahn-Gleise. Irgendwas verstehe ich gerade falsch. Früher gab es U-Bahn-Gleise nur unterirdisch. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile aussieht. Wir fangen mal hier hinten an. Wir müssen nämlich von hier nach da drüben irgendwie kommen. Mal gucken, ob das hiermit funktioniert. Ich habe ja keine Ahnung. Die Zeiten, wo ich Ahnung hatte, wie sowas funktioniert, die sind lange rum. Aber das scheint hier tunnelmäßig zu sein. Das scheint unterirdisch zu sein, ja. So, das heißt, von hier nach da haben wir schon mal Gleise. Das ist schon mal wichtig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir von hier die Ausfahrt. Wieso will der da Häuser tillen? Wir bauen doch noch unterirdisch, oder sehe ich das falsch? Ja. Warum will der da Häuser zerstören, wenn wir unterirdisch bauen? Ach so, weil der hier an die Straße anbinden will, deshalb. Das ist das Problem. I see. So, wie kommen wir darüber? Von hier mit einem Schwung da drauf. Müsste funktionieren. Das ist ein großer Bogen. Das ist ein ultra großer Bogen. Aber irgendwie macht es Sinn, oder? Ich meine, wenn ich da jetzt nur so eine kleine... Und ich kann auch hier so eine kleine Biegung machen. Dann gerade darüber gehen und dann eine Anbindung da drauf machen. Das ist vielleicht realistischer, als da so einen riesen Umweg zu fahren. Muss nur aufpassen. So. So funktioniert dem. So, so gerade wie möglich würde ich gern da hoch. Kommen wir da drauf, ohne dass es Probleme gibt? Jo, kommen wir. Warum will der denn nicht in die Richtung biegen? So, jetzt. So, dann haben wir hier so eine kleine T-Kreuzung eingebaut. Das können wir also praktisch von hier unten da hochfahren. Und also wir können zwei bis drei Linien aufmachen. Wir bauen jetzt ein U-Bahn-Netz. So, wir gehen hier raus. Hier rüber. Dann direkt mit einem Schwung. Da drauf. Das ist die U-Bahn-Station, die da hochführt ins Bürogebiet. Und die hier aus dem Wohngebiet. Die teilt sich jetzt auf. Nämlich einmal.
Ich finde das schade, dass der da so... So, einmal hier rein. So, und weil wir jetzt natürlich hier auch schon sind, können wir natürlich hier ab. Was ist denn hier los? Wieso geht das denn nicht? Dieser Ort ist bereits belegt. Ich will doch hier drauf, auf den Tunnel. Nein, ich will nicht auf eine Straße, ich will auf den Tunnel. Das ist ein Drama. Ah, der Tunnel ist niedriger. That's my problem. Ja, das ist ganz toll. Ich will aber unterirdisch gucken, Freunde. Ich will gerne die U-Bahn-Linie abreißen. Nicht die Gebäude oben. So, das heißt, wir müssen von hier kommend. Hier rüber eine Verbindung ziehen. Ich hätte gern, dass der knickt. Das ist aber auch ein Drama mit den Straßen und allem hier. Ich würde gerne runde Kurven haben. Und damit meine ich nicht so, wie das hier ist. Und ich habe so die Befürchtung, wenn ich hier baue, bin ich zu hoch. Nicht tief genug, um da eine Anbindung zu machen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Würde mich stark wundern. Ah, der kann nur so da drauf. Es gibt keine andere Möglichkeit. So, genau so würde ich es haben. Da sieht es ein bisschen geschwungener aus. Versteht ihr, was ich meine? So. So, und hier unten der Verkehr, der läuft. Es ist kein Stau in den Tunnel. Funktioniert. Okay, wir brauchen doch bestimmt auch noch sowas wie ein U-Bahn-Depot, oder? Die fahren doch nicht einfach, die U-Bahn, die... Oder fährt die einfach? So, wir wollen von hier eine Linie, die hier rüber fährt. Was, vergessen Sie nicht, neu freigeschaltete Gebäude. Ja, soll ich jetzt Fähren bauen? Ich will doch eine U-Bahn bauen. Was ist denn jetzt hier das Problem? Hallo, U-Bahn. Wieso kann ich hier keine Haltestelle hinzufügen? Wollen die mich gerade irgendwie verkackern momentan? Ich habe doch hier Gleise gelegt, oder? Alles blinkt, alles sagt mir irgendwie... sagt mir alles, ja? Nur, ich kann damit nichts anfangen, was die mir sagen, weil ich habe doch Tunnel gelegt. Und jetzt müsste ich in den Tunneln eine Linie bauen. Und wieso baut er keine Linie? Wieso fährt er nicht davor, wenn ich sage, hier Haltestelle hinzufügen? U-Bahn-Linie. Linie löschen. Fange ich woanders an, wenn ihr da so einen Krampf mit habt.
So, wo haben wir denn hier eine U-Bahn-Station? Hier unten haben wir eine U-Bahn-Station. Ich habe so die dumme Befürchtung, ich muss vorne und hinten eine Einfahrt haben. Und wenn ich das nicht habe, geht's nicht. Doch, hier geht's. Da kann ich U-Bahn bauen. Da kann ich U-Bahn bauen, komischerweise. So, erste U-Bahn-Linie steht. Die fährt hier drüben. Neue U-Bahn-Linie. Nee, ich will keine Linie verziehen. Ich will, dass die... Scheiße. Ich habe so eine dumme Befürchtung. Warum baut der da die Haltestelle nicht? Nein, das ist nicht den Ernst. Wirklich. Ah, ihr geht mir auf den Sack. Echt jetzt, ich denke, wieso baut er das nicht? Wieso baut er das nicht, denke ich mir die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht, dass er das nicht baut. Da ist er auf einer anderen Höhe. Wieder eine andere Höhe. What the heck? Wieso verbindet der das denn nicht? Wollen die mich verarschen? Bin ich so unfähig, hier eine U-Bahn-Linie zu bauen? Hallo, ich will Gleise von hier bitte dran bauen. Und die sollen hier drauf führen, auf diese U-Bahn-Station. Meine Güte, man könnte echt meinen, hier... Schon skurril, jetzt geht's. Jo. Wir fahren nur darüber und dann wieder zurück. Das braucht auch eine andere Farbe, weil alles grün, es tut mir wirklich leid, aber ey, da kannst du ja nichts unterscheiden. So, also wir machen hier einmal irgendwie so was Gelbliches hier. Weiß auch nicht genau. Und dann machen wir hier so was Grünliches. Dann hoffe ich, dass das, ja, genau umgekehrt. Ja, ist jetzt wurscht. Warum können wir hinterher noch ändern? So, also hier fahren U-Bahn-Linien. Ja, also im Prinzip erreiche ich alles. Wir könnten es jetzt so stehen lassen. Wir brauchen keine Verbindung von da nach da unten. Die brauchen wir nicht unbedingt. Die Möglichkeit hätten wir, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, zwei U-Bahn-Linien reichen uns. Erstmal, was das Fahren angeht. Jetzt 6 Haltestellen, die haben 50 Passagiere. Da warten 8. Ich glaube, wir brauchen hier richtig viele U-Bahn. Jo, leck mich fett, ey. Die haben da 400, 300. In dieser U-Bahn sitzen 50 Leute.
Nee, 150 Leute. So, und diese U-Bahn, die fährt, wenn ich das richtig sehe, hier rüber auf die Zentralstation. Wo gerade aber noch ein Zug drin steht, wenn ich das richtig sehe. Muss warten. Come on. Mach die Linie frei, please. Also ich glaube, Zentralstation zum Umkehren benutzen, also zum Ende der Linie benutzen, ist eine ganz schlechte Idee. Weil wir haben hier U-Bahnen, die Schlange stehen. Aber die sind alle voll. Die sind alle voll. 150, 150, 150, 150, 150. Die hat nur 51. Ja, weil die von ganz draußen kommen. Da sind halt nicht so viele. Aber die packen sich hier und hier packen die Leute ein und fahren die dann hier durch. Die drehen gar nicht rum. Fahren runter in das Bildungsgebiet. An die Uni fahren die. Das heißt, Leute, die hier wohnen, können mit der U-Bahn, Leute, die hier wohnen, können mit der U-Bahn hier runterfahren und wieder zurückfahren und kommen an der Zentralstation an, wo dann auch Arbeiter umsteigen können, zum Beispiel in die Linie, die hier rüber führt, die grüne Linie. Ja, so läuft's. So, wir müssen aber die Farben ändern. Das hier muss gelb werden. So ein Schmiergelb, so ein öliges Gelb. Und das hier muss grün werden. So ein... Ja, ich weiß auch nicht, so ein Grün halt. Egal. So, und da haben wir dann die Züge, die hier rumfahren, die U-Bahn, die hier rumfahren. Und die sollten eigentlich helfen, dass in diesen Gebieten hier die Personen befördert werden bis runter zur Uni und rüber zur Arbeit. Das sollte jetzt laufen, das sollte funktionieren. Und ja, man hat mich gebeten, ich solle mal Statistiken öffnen. Da würde man viel erkennen. Ich weiß noch nicht, welche Statistiken ich öffnen soll, um viel zu erkennen, weil ich bin kein Profi in dem Spiel. Das gebe ich offen zu, ich bin kein Profi in dem Spiel. So, aber ich habe die Hoffnung, dass durch die ganzen Busse, die wir jetzt auf der Straße haben, durch die U-Bahn, die wir auf der Straße haben und so weiter, der Verkehr wirklich noch auf Lieferverkehr und Müllautos und so weiter reduziert wird. Das heißt, der Verkehr extrem nach unten geht, der von A nach B fährt. Aber wieso haben die denn hier Stau? Ja, ich kann's mir erahnen. Bauen wir hier doch auch noch so einen kleinen Shortcut. So, wir gehen 1, 2, 3 nach unten. Funktioniert nicht. Gehen wir 2 nach unten. Okay, das geht so nicht. Das geht. So, das heißt, wir haben hier auch einen Shortcut gemacht. Das heißt, wer hier aus dem Tunnel kommt und will auf die Autobahn, der kann hier drunter durchfahren. Auch das sollte den Kreisel insofern erleichtern, dass vielleicht Müllautos, die vollgepackt aus dem Gebiet kommen, gar nicht mehr in den Kreisel müssen, sondern dass sie dann über die Autobahn fahren. Aber ich sehe schon, dass die Müllautos das nicht tun. Gut, es kann natürlich sein, dass das Verkehr ist jetzt passiert, dass das Verkehr ist, der noch nicht gecheckt hat, dass es da eine Abzweigung gibt. Das dauert immer, bis die KI sich ein bisschen zusammenfindet.
um rauszukriegen, welche Straßen denn existieren, die sie benutzen können. So, und die paar Autos, die jetzt hier diese Abfahrt benutzen, das sind nicht viele, so ein paar Autos, die hier diese Abfahrt benutzen, um darüber zu fahren, die reichen aus, um das alles ein bisschen zu entlasten hier. Und dann verfliegen die ganzen Staus, die machen einfach Verschwindibus. Deshalb bin ich da so ein großer Fan von. So, wir sind schon wieder 41 Minuten am Rödeln. Ich mach mal Pause und jetzt gucken wir mal hier. Also, Strom haben wir genügend, Wasser haben wir genügend, wobei Abwasser langsam knapp wird. Könnte man versuchen, ob wir da weitere Sachen gebaut bekommen. Mittlerweile müsste doch auch so ein großes... Ja. Mittlerweile müsste doch so ein großes geben. Da hinten haben wir doch schon so ein großes gebaut. Würde ich sagen, da können wir fast noch so ein großes Ding dazu bauen. Ja, weil unsere Gewässer, die sind sauber. Weil wir alles Dreckwasser in die eh schon dreckigen Gebiete in den Boden pumpen. Deshalb haben wir kein verschmutztes Wasser. Das ist hervorragend. Weil in sauberem Wasser leben gesunde Fische. So, was haben wir denn hier? Bildung. Grundschulen werden knapp. Oberschulen sind knapp. Universität wird knapp. Wir haben hier eine riesen Universität. Wie soll das knapp werden? Wollen die mich verarschen? Wir haben hier eine Kapazität für 2950 Studenten. Und wir haben gerade 730. Und die sagen, es ist knapp. Lass mich raten. Diese Universitäten hier, die zählen nicht als Universitäten. Ich habe da so ein komisches Gefühl im Bauch. So, Bürgerzufriedenheit. Wohngebiet 79% zufrieden. Gewerbegebiet 75%. Bürogebiet 94%. Industriegebiet 94%. Gesundheit. Wir haben genug Gesundheit. Kapazität ohne Ende. Wir haben nur 117 kranke Bürger. Wir haben 700 Heilkapazität. Bestattungswesen. 118 verstorben. Für 420 haben wir Kapazität. 7400 zum Begraben. Für 27.000 haben wir Kapazität. So, Kinderbetreuung. Durchschnittsgesundheit 70%. Kinder und Teenager. Kranke Kinder und Teenager 26. Wir können mal ein Kinderkrankenhaus irgendwo hinbauen. Könnten auch ein Altenheim irgendwo hinbauen. Durchschnittliche Lebenserwartung ist 73 Jahre. Die Senioren, die wir haben, sind 9200 von unseren 34.000. Das heißt, wir brauchen da entsprechend auch Nachschub. So, Wohngebiete. Stufe 5 haben wir ganz wenig. Stufe 4 haben wir ein paar. Und so geht es langsam nach unten. Genauso ist auch hier Stufe 3. Ja, ist gut ein Drittel. Bürogebäude Stufe 3 haben wir ja, weniger. Da müssen wir mal gucken, dass wir das aufgewertet bekommen. Übrigens, da drüben wollte ich auch noch Parks bauen. Fällt mir auch gerade noch ein. Aber man kriegt halt nicht alles in einer Folge unter. Also nur weil ich was heute nicht habe, heißt das nicht, dass ich es nie haben werde. Bedeutet nur, dass wir halt aktuell da ein Problem haben. Hier unten könnten wir übrigens Windturbinen bauen, um Strom zu erzeugen. Finde ich auch interessant. Auch hier hinten. Sehr großes Gebiet, wo wir Windturbinen aufbauen könnten. Für Windenergie, wenn wir raus wollen aus der dreckigen Kohle. Hust. Wobei mir da Atomkraftwerke eher vorschweben würden. Macht man sich in der heutigen Zeit nicht Freunde damit, wenn man sowas sagt. Ja, diese Verkehrsadern, die bildlich nicht verstopft sind, sind aber hier statistisch hoch verstopft. Aber der durchschnittliche Verkehrsfluss ist bei 91%.
Das heißt, im Durchschnitt fließt der Verkehr. Es gibt ganz wenig Stellen, wo der Verkehr mal ein bisschen hakt. Und ich meine, wir haben Busse und wir haben U-Bahn. Wenn ich im Stau stehen will, muss das nicht. So, Schmutz. Die Landwirtschaft macht ein bisschen Schmutz. Das hier macht ein bisschen Schmutz. Hier ist ein bisschen Schmutz. Da ist ein bisschen Schmutz. Aufs Gebäude reduziert ist der Schmutz. Ansonsten alles gut soweit. Durchschnittliche Bodenverschmutzung ist gerade mal 3%. Also wir passen sehr auf. Lärm ist da wieder eine andere Geschichte, wobei viele Wohngebiete hier, die haben gar keinen Lärm. Ja, also wir haben das echt gut hingekriegt, dass sogar hier in den Großbezirken, wo hier die Hauptleute wohnen, dass da kaum Lärm ist. Die Autobahn, hier drüben ist Gewerbegebiet. Ja, hier Burg Mehring ist besonders ruhig. Ganz ruhige Gegend. Also durchschnittliche Lärmbelästigung liegt bei 25%. Ich glaube, das können wir bei so einer großen Stadt, würde ich sagen, passt das. So, wo sind wir zu Hause? Dann haben wir hier Feuersicherheit. Die ist nicht ganz gegeben. Ich glaube, wir bräuchten viel mehr Feuerwehren und Löschhubschrauber, beziehungsweise Löschhubschrauber haben wir, aber wir sollten nochmal Feuerwachttürme aufstellen, dass wenn es in den Wäldern brennt, dann die Helikopter auch löschen können, dass es nicht übergreift auf, ja, keine Ahnung, andere Geschichten. Also die Gefahr von einem Feuer ist doch relativ hoch, wundert mich. Kriminalität haben wir relativ gut im Griff, weil wir sehr viel Kapazitäten haben. Gut, Busse, die Linien, die haben wir schon reingeguckt. Bevölkerung, 6% Kinder, 14% Jugendliche, 24 junge Erwachsene. Also ich weiß nicht, Import, Ölprodukt, Waldprodukt ist ganz gering. Erzprodukte werden extrem importiert, weil wir haben keine eigene Erzförderung. Ja, Post importieren wir gar nicht, weil ich noch kein Postamt gebaut habe. Ich soll vielleicht langsam mal auch drüber nachdenken, ein Postamt zu bauen und so weiter. So, wir exportieren Waldprodukte, wir exportieren Waren, wir exportieren Agrarprodukte. Wir haben keine Ölprodukte, wir haben keine Erzerzeugung. Das wird hauptsächlich importiert, Öl und Erz. Der Rest passt. So, durchschnittlicher Bodenrichtwert. Innenstadt ist natürlich der höchste Richtwert. Hier an der Küste haben wir einen guten Richtwert. Auch hier haben wir gute Richtwerte, weil ja Flusswasser hebt normalerweise den Landpreis. So, wir haben hier Erz. Das ist eine bescheuerte Position. Wir haben hier Erz. Wir haben hier Erz im ausgetrockneten Flussding. Könnte man sich dann auch mal Gedanken machen. Hier haben wir übrigens Öl liegen. Das ist auch interessant. Das heißt, wir könnten Erz und Öl, könnten wir eigene Wirtschaften aufbauen. Das ist natürlich total bescheuert. Also das Öl hier, das geht noch. Aber das Erz hier finde ich äußerst bescheuert. Da finde ich Erz dann schon wieder ein bisschen besser, aber da haben wir kaum Erz. Da hinten ist auch noch ein bisschen, das gehört aber nicht uns. Holla die Waldfee. Ja, hier haben wir... Das sind alle so blöde Punkte, wo wir Erz haben. Und Öl haben wir, wie gesagt, auch nicht viel. Wir haben jetzt zwar hier ein Ölfeld. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich das fördere, ob ich da eigene Förderung bauen soll oder ob ich da Industrie aufbauen soll. So, für das hier wollten wir noch einen Namen. Machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Einzigartige Gebäude, Legende. Ja. Parks, da sieht man die ganzen Parks, die wir haben. Wir brauchen hier drüben irgendwie noch ein Park und noch ein Krankenhaus. Und hier brauchen wir Parks. Hier haben wir Parks. Da geht's. Aber da drüben, die finden sich da auch nicht so ganz toll repräsentiert in der Parkansiedlung, Ansammlung da unten. So, richtige Parkgebiete haben wir gar nicht. Könnten wir das hier eventuell so machen. Öffentliche Bibliotheken haben wir gerade mal zwei.
Wobei die hier gut etabliert ist, die hier nicht ganz so gut. Und Sportarten. Ja, da unten haben wir Sport. Da haben wir Sport. Da so weit weg von der Stadt, dass das wahrscheinlich nicht zählt für Dingens. So, Geländehöhe interessiert uns weniger. Heizung interessiert uns nicht. Heizungsverbrauch sind 16 Megawatt. Also wenn wir eine Heizung bauen würden, würden wir 16 Megawatt Strom sparen. Würden wir dann auch mal überlegen, ob das Ganze Sinn macht. So, Straßenzustand. Ich glaube, wir brauchen mal eine Straßenmeisterei, die kann die Straßen verstärken, wo viel Verkehr ist, und dann läuft das besser. Fluchtwege haben wir auch keine. Wir haben die Naturkatastrophen aber auch aus. Die Funkabdeckung ist recht gut. Zerstört ist gerade im Moment, glaube ich, gar nichts. Nö, zerstört ist irgendwie gerade im Moment gar nichts. So, Katastrophenerkennung, das müsste hier im Fluss, da haben wir ein bisschen Katastrophenerkennung. Und hier in der Nähe haben wir ein bisschen Katastrophenerkennung, aber wir haben die ausgeschaltet, die Katastrophen, von daher. So, Routenkreuzung, Straßen. Auch hier sehen wir ein paar Infos, die man nicht wirklich braucht. Tourismus. Touristen, die kommen mit geringem Vermögen, mittlerem Vermögen und großem Vermögen. Wir haben Austauschstudenten von 4%. Wie viele Touristen haben wir denn überhaupt? Stadtattraktivität ist 27%. Touristen keine, Touristen viele. Also Touristen ziehen wir hier an, da an, dort an, hier an, da unten an, da drüben an, hier an. Ich glaube, wir brauchen mehr Tourismusattraktionen. Ja, dann haben wir noch Austauschstudenten. Wöchentlich 70 Touristenbesuche, also nicht wirklich viel. Attraktivität haben wir hier unten, das hier, also der Fischmarkt. So, Touristentouren haben wir gar keine, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten Touristentouren machen. Da gibt es wohl Bedarf für. Gut, Parkpflege haben wir auch keine. Industriegebiete, die kennen wir. Und man hier, Postämter haben wir gar keine. Das ist ein großes Problem. Postämter müssen wir im Hinterkopf behalten. Fischindustrie haben wir da unten. Wasserverschmutzung haben wir keine. Da habe ich für gesorgt. Wir holen hier hauptsächlich Thunfisch und Lachs raus. Wir könnten noch mal weitere Wege fahren, wie, ja, keine Ahnung, hier rüber oder darüber. Aber das geht ja nicht. Wir haben ja keine direkte Verbindung. Und so weit runter kann ich nicht. Wenn ich das richtig sehe, hier könnten wir was machen, dass wir hier reinfahren, um Sardellen zu holen. Aber das macht gar keinen Sinn. Weil Fisch ist Fisch, egal was ich da raushole. Es interessiert keinen. So, das waren die ganzen Statistiken. Ich hoffe, damit konnte ich den Wunsch erfüllen, den jemand hatte. In den Kommentaren. Und jetzt machen wir hier langsame Fahrt und machen das hier. Und dann sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Wir haben ein paar Probleme gelöst. Das sind so die alternativen Lösungsmöglichkeiten, die ich habe. So Shortcuts, die dann untertunnelt unter dem Kreisel durchführen auf die Straße, wo dann der Verkehr abgeht. Und damit haben wir ziemlich viel von den Staus reduziert. Ja, hier sehen wir, dass Leute die Parks besuchen. Da ist Sackgasse, macht aber auch nichts, ist Wohngebiet, da dürfen ruhig Sackgassen sein. So, da ist der zentrale Busbahnhof mitten in der Stadt, das ist ein geiles Bild, das könnte ein Thumbnail werden. Das hat irgendwas. So, dann haben wir hier das Ende vom Gewerbegebiet. Auch keine Staus, da parken Autos, da gehen Leute shoppen. So, das ist unsere kleine Stadt um die Burg rum, Burg Mehring. Auch das sieht alles friedlich aus. Ehemaliges Erdbebengebiet.
müssten wir mal die Straßen aufwerten, würde ich mal sagen. Das vergesse ich immer wieder, dass wir da Straßen mal aufwerten sollten. So, und hier drüben, das läuft auch. Und dann können wir da Sachen in Angriff nehmen, jetzt wie Bahnhöfe und Flughäfen und keine Ahnung was. Also wir kriegen irgendwie alles unter. Das klappt schon. Ich bin da guter Dinge. So, hier irgendwo muss eine U-Bahn-Station sein. Die sehen wir aber gerade nicht. Ja, das hier draußen ist der Vorort, in dem es richtig heiß hergeht. Nur Blocks, nur High Density. Was ist das für ein Fahrzeug? Ah, sie sieht schon gut aus, unsere Stadt. Ich finde, da haben wir ein richtiges kleines Zuckerli gebaut. Und der Verkehr, den haben wir wieder im Griff. Also vorerst. Das ist halt das Ding, ja? Du musst immer auf die Probleme reagieren, indem du weiter ausbaust. Das ist meine Philosophie, weil dadurch kriegt die Stadt Charakter. Du hast nicht eine Straße, die irgendwie da gebaut ist. Und wenn dich einer fragt, warum ist die da gebaut? Ja, dass der Verkehr besser fließt. Ja, was wird das ohne das machen? Ja, keine Ahnung. Ich habe es direkt eingeplant. So sehen wir, es ist Stau und bauen dann Straßen, die den Stau reduzieren sollen. Logische Straßen. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen Charakter, finde ich. So, aber ich bin hier raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.